Mein Name ist Anna Stössel, ich bin fast 24 und komme aus Zürich. Nach meiner professionellen Ballettausbildung an der Tanzakademie Zürich habe ich angefangen Ballettunterricht zu geben, aber auch Fitnesstraining und im Bar-Workout kombiniere ich das Ganze. Bar oder eben Barre auf Deutsch beschreibt die Ballettstange, wo ein Großteil des Trainings stattfindet. Im Bar-Workout werden Fitnessübungen mit Elementen aus dem Ballett kombiniert und je nach Lehrerin oder Lehrer fließen auch Übungen aus dem Pilates oder Yoga mit ein. Im Bar-Workout werden alle Muskeln trainiert, wobei ein Fokus sicher auf den Beinen liegt. Und neben dem wird aber auch die Beweglichkeit, Koordination und Musikalität sehr trainiert. Let's go! Wir starten mit einem 1,5-minütigen Warm-up, der aus 3 Sequenzen besteht, die wir für je 30 Sekunden machen. Für das gehen wir zuerst in die erste Position, das heisst, die Fersen kommen zusammen und die Fußspitzen schauen je in die vordere Ecke. Die Hände können wir zuerst mal in die Hüfte nehmen und dann gehen wir ins Knie. Die Knie drücken wir schön auf die Seite raus, spannen den Bauch und das Gesäß an. Dann nehmen wir die Arme rund nach vorne vor dem Bauchnabel, öffnen das rechte Bein und schauen zu der rechten Hand auf. Kommen wir zurück in die Ausgangsposition. Und das machen wir jetzt im Wechsel. Im Blick immer schön der Hand folgen. Und die Ferse jedes Mal schön zusammenbringen. Gut, dann kommen wir zu der zweiten Übung. Für das gehen wir in die zweite Position. Schön mindestens einen Fuß Abstand zwischen beiden Fersen. Und dann strecken wir die Arme zu der Seite. Dann kommen wir wieder ins Knie. Plié. Strecken das rechte Bein bis in die Fußspitze und ziehen mit dem Arm über den Kopf, bis ihr hier eine Dehnung spürt. Und zurück tief in die zweite Position sitzen. Andere Seite. Das Bein immer schön bis in die Fußspitze strecken. Und dann auch den Kopf nicht vergessen. Und gut schnaufen. Gut, dann für die dritte Übung bleiben wir gerade in dieser Ausgangsposition. Setzen das vielleicht noch mal etwas tiefer runter. Nehmen die Schultern nach unten und strecken die Arme noch mal weit auf die Seite. Und machen jetzt kleine Kreisli nach hinten. Ganz schnelle kleine Kreisli. Und versuchen da so stabil wie möglich zu bleiben. Nur unsere Arme bewegen sich. Das machen wir auch für 30 Sekunden. Und immer schön unten bleiben. Okay. Dann für unsere erste Übung gehen wir jetzt zu unserer Stange oder zu unserem Tisch, zu unserer Stuhllehne, und Küchentresen, was ihr daheim habt. Für das gehen wir zurück in die erste Position, Fersen wieder zusammen, Fußspitze nach vorne in die Ecke. Dann heben wir jetzt aber die Fersen vom Boden weg und bringen sie zusammen. Arme nehmen wir auf die Seite. Und wir kommen in ein Plié, in eine Kniebeuge, Knie fest auf die Seite drücken und den Arm nehmen wir über den Kopf, schauen auf unsere Seite, strecken die Beine wieder geradeaus. Und wir gehen tief und hoch, tief und hoch. Versuchen eure Fersen immer zusammen zu behalten und dann schön mit dem Kopf arbeiten. Das machen wir für 20 Wiederholungen. Und dann beim 20. Mal bleiben wir unten sitzen. Schöne Arm, Hand über dem Kopf. Und jetzt bewegen wir unsere Knie ein bisschen nach hinten raus. Dann solltet ihr es gut im Gesäß spüren. Und auf, 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 auf. Machen wir nochmal für 20 Wiederholungen. Auf, auf, auf. Die Fersen sind immer noch zusammen. Für die nächste Übung nehmen wir beide Hände auf unsere Stange oder auf unsere Stuhllehne und die Füße bringen wir parallel zusammen und gehen leicht ins Knie. Dann winkeln wir unser rechtes Bein an, sodass wir Knie neben dem Knie haben und einen rechten Winkel im Kniegelenk. Der Fuß ist geflext, das heisst, die Fußspitze angezogen und dann stoßen wir mit einem flachen Fuß etwas hinter uns weg. Der Oberkörper darf den Rücken ein bisschen nach vorne bringen und wir stoßen nach hinten. Und stoßen. Und stoßen. Wichtig ist, dass unsere Standbeinseite ganz stabil bleibt und auch unsere Mitte ganz aktiv ist. Und wir stoßen zurück. Auch das für 20 Wiederholungen. Dann schliessen wir und gehen aufs andere Bein. Knie ist neben dem Knie, aufpassen, dass das nicht weiter vorne kommt. Das bleibt schön auf einer Linie. Schultern zurück. Und wir stoßen mit einem geflexten Fuß etwas hinter uns weg. Und zurück. Und zurück. Nach spätestens 20 Wiederholungen solltet ihr dann etwas in eurem Gesäß spüren.
Und wir gehen zurück. Und zurück. Für die nächste Übung kommen wir tief auf die Matte. Und jetzt trainieren wir unsere Rumpfmuskulatur und arbeiten auch unsere Beweglichkeit. Für das gehen wir mal zurück auf den Rücken. Ein Knie Richtung Brust und strecken das andere Bein knapp über dem Boden in die Länge. Dann spannen wir den Bauch fest an, kommen hoch, bis wir die Schulterblätter weg vom Boden haben. Jetzt bleiben wir da oben und wechseln nur die Beine. Immer schön das Bein bis in die Fußspitze vor uns ausstrecken. Und strecken. Und strecken. Auch das machen wir 20 Wiederholungen. Wenn das gut funktioniert, könnt ihr auch gerne die schwierigere Variante probieren, wobei wir jetzt unser Bein ausstrecken und entweder am Oberschenkel oder an den Wädeln heben und das Gleiche machen im Wechsel. Zack. Und zack. Gut ausschnaufen, wenn wir das Bein zu uns ziehen. Dann kommen wir schon zum Stretching. Und für das bringen wir unseren Fuß auf unseren Stuhl oder auf euren Tisch rauf. Dann bis in die Fußspitze für eine Strecke. Und dann kommt der Arm nochmal schön über den Kopf. Jetzt gehen wir mit einem geraden Rücken so weit nach vorne, bis wir da unten einen Zug spüren. Immer schön in die Länge ziehen. Und dann halten wir den Stretch für 20 Sekunden. Immer gut schnaufen. Für unsere zweite Stretching-Übung stehen wir auf ein Bein. Ihr könnt euch wieder gerne an den Stuhl lehnen oder am Tisch heben. Und dann bringen wir unser anderes Bein angewinkelt über den Oberschenkel und setzen uns dann nach hinten tief. So weit runtergehen, bis ihr den Zug im Gesäß spürt und dann bleiben wir wieder für 20 Sekunden hier unten hückeln. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht und bleibt unbedingt dran.